Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse. Kapitel 162 Sein schönstes Geschenk Dritter Teil. Die Tür hatte sie nicht per Zauber geöffnet, sondern sie war extra aufgestanden, denn wer immer vor der Tür stand, der sollte nicht einfach hineinkommen dürfen. Es waren immerhin Severus-Räumlichkeiten. Ein paar Mal verdattert blinzelnd, als würde er seinen Augen kaum trauen, schluckte Remus und er versuchte es noch einmal. Hermine, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Remus, komm doch rein, bat sie. Das brummende Geräusch im Hintergrund ignorierte sie gekonnt. Kaum hatte Remus den Tränkemeister erblickt, setzte er bereits an, seine Glückwünsche kundzutun, doch Severus unterbrach. Genug. Nun gut, sagte Remus, nur ein wenig gekränkt. Dann alles Gute und hier... erhielt Severus ein Geschenk entgegen, doch der sagte nur trocken. Ich nehme keine Geschenke an, Lupin. Im ersten Moment schien Remus vor den Kopf gestoßen, doch dann ließ er seinen Blick über den Tisch schweifen und Severus tat es ihm gleich. Dort lag die alte Fibel, der goldene Apfel, das Glas mit dem Pulver, das Fläschchen Gift, der Tagtraum, der Schokofrosch, Remus stutzte bei dem Hühnerei und auf dem Boden fand sich eine Menge zerknülltes Geschenkpapier wieder. Ach ja, machte Remus belustigt. Du nimmst keine Geschenke an. Sie werden mir aufgezwungen, rechtfertigte sich Severus, dass Remus zum Anlass nahm, dem auf der Couch sitzenden Tränkemeister einfach das Geschenk entgegenzuwerfen. Hermine und Remus nahmen ein Gemurmel wahr, aus dem man die Worte aufdringliche Gryffindors heraushören konnte. Doch zumindest hatte Severus seinen Stolz überwunden, denn er öffnete das neue Präsent. Wie Hermine es erwartet hatte, handelte es sich um etwas Süßes, was auch Severus unbedingt anerkennen musste, denn er sagte spöttelnd. Wie überraschend, Schokolade. Nicht nur irgendwelche, sagte Remus selbstzufrieden. Die Trüffelpralinen sind selbstgemacht. Selbstgemacht? Severus zog beide Augenbrauen in die Höhe, bevor er wissen wollte. Woher kann sich jemand mit ihrem Einkommen echte Trüffel leisten? Ich habe sie von Hagrid und er hat sie von Olymp, erklärte Remus, bevor sein Blick auf die angebrochene Flasche auf dem Tisch fiel und er vom Thema abkam. Oh, Elfenwein? Möchtest du einen Schluck? Bot Hermine einfach an. Ja, gern. Severus rollte mit den Augen, hörte jedoch aufmerksam zu, als Remus schilderte. Hagrid mag keine Trüffel. Er sagte, wenn keines seiner Tiere sie fressen will, dann könnten sie gar nicht so gut sein, wie alle behaupten. Hagrid ist ja auch ein großer. Severus, vermutlich beleidigende Worte, unterbrach Hermine. Ich weiß von Gabriel, dass Olymp zur Entspannung gerne mal durch die Wälder von Berrigord spaziert und nebenbei nach Trüffeln sucht. Ist ja im Moment auch die beste Erntezeit. Man hörte Severus laut stöhnen. Bevor Sie sich in einem Monolog über unterirdisch wachsende Pilze verlieren, möchte ich Ihnen gerne eine Praline anbieten. Erstaunt zog sie dieses Mal beide Augenbrauen in die Höhe, während sie dabei zusah, wie Severus die durchsichtige Verpackung öffnete und ihr entgegenhielt. Sich eine Praline aus der Tüte fischend, sagte sie: Womit verdiene ich diese Ehre? Erst nachdem sie die Praline in den Mund gesteckt hatte, erklärte Severus schäkernd: Diese Ehre gebührt jedem Vorkoster. Da man mit vollem Mund nicht sprach, verkniff sich Hermine einen Kommentar, stöhnte jedoch wonnig, nachdem sich der Geschmack entfaltet hatte. Habt ihr das von Svelte gehört? Sagte Remus plötzlich völlig unerwartet,
und Hermine war froh, dass sie bereits geschluckt hatte. Ein zufriedenes Lächeln zeichnete sich in Severus' Gesicht ab, welches Remus auf die falsche Fährte lockte. Das warst doch nicht etwa du? Nein, dieses Meisterwerk drastischer Zurechtweisung entspringt leider nicht meinem Zauberstab. Remus nickte und glaubte Severus offensichtlich, denn ohne nachzufragen, erzählte er. Poppy hatte mich gefragt, ob ich einen aufhebenden Spruch kennen würde, weil ich immerhin mal Lehrer für Verteidigung war. Und was haben Sie entgegnet? Grinsend antwortete Remus. Ich sagte, sie sollte lieber dich fragen, aber offenbar hat sie das schon. Ich gebe zu, begann Severus, dass ich ihr sehr wahrscheinlich auch keinen Gegenfluch genannt hätte, selbst wenn mir einer bekannt wäre. Ist das so schlimm? Fragte Remus schmunzelnd. Nickend zählte Severus auf. Die Eitelkeit von Black, die Dummheit von Pettigrew und das freche Auftreten von Potter. Zwelte vereint wirklich eine sehr unangenehme Mischung an schlechten Eigenschaften. Was denn? Warf Hermine ein. Nichts von Remus dabei? Er blickte sie an, zuckte einmal mit der Schulter, bevor er fragte. Was schlagen Sie vor, Hermine? Vielleicht die triebhaften animalischen Instinkte? Hermine wurde knallrot, weswegen Remus sie erheitert fragte. Das warst doch nicht etwa du. Unerwartet, damit hatte selbst Severus nicht gerechnet, lachte Remus auf, bevor er erklärte. Ich bin ehrlich gesagt von Ginny ausgegangen, den Fluch kenne ich nämlich von ihr. Sie kennen den Fluch? Wiederholte Severus. Warum haben Sie Poppy nicht den Gegenfluch genannt? Loyal wie Remus war, erwiderte er. Ich mische mich doch nicht in Ginnys Angelegenheiten. Das wäre eher Harrys Aufgabe. Ich dachte, wenn sie Svelte so schlimm verhext, dann wird das schon ein Grund. Das amüsierte Lächeln verschwand aus Remus' Gesicht, als er Hermine betrachtete, die sich bei dem Thema unwohl zu fühlen schien. Wenn es nicht Ginny gewesen war, dachte er, dann musste Hermine einen triftigen Grund gehabt haben. Ist alles in Ordnung mit dir, Hermine? Fragte er sie mit milder und besorgter Stimme. Es war Severus, der an ihrer Stelle antwortete. Sie macht jedenfalls einen guten Eindruck auf mich und außerdem wird Svelte uns morgen ganz sicher verlassen. Wird er? Fragte Remus irritiert nach, denn er konnte nicht ganz folgen. Wird er? Versicherte Severus, womit das Thema Svelte fallen gelassen wurde. Nach einem Moment, den Remus mit einem Schluck Elfenwein verstreichen ließ, sagte er. Tonks hat mich darüber unterrichtet, dass alle im Ministerium schon ganz aufgeregt sind wegen Malfoys Verhandlung am Montag. Die Presse fragt schon täglich nach Informationen. Nickend bestätigte Severus. Malfoys Verhandlung wird in aller Munde sein, hat sie erst einmal begonnen. Jeder kennt ihn, und zwar schon aus Zeiten vor der Rückkehr des Dunklen Lords. Ich hoffe, begann Hermine, er bekommt seine gerechte Strafe. Einerseits würde sie für Draco, nur für ihn, wünschen, dass der seinen Vater bald sehen könnte, doch ihr Gerechtigkeitssinn plädierte für einen längeren Aufenthalt in Azkaban. Der Abend verlief gemütlich. Man vertrieb sich die Zeit mit netten Unterhaltungen oder frechen Bemerkungen, die zu Remus' Belustigung nicht nur von Severus kamen. Die vorangeschrittene Uhrzeit animierte beide Gäste, nach einigen Stunden zu gehen. Obwohl nicht nur Hermine, sondern auch Remus ihn unangekündigt aufgesucht und ihm Geschenke aufgedrückt hatten, erwischte sich Severus beim Zu-Bett-Gehen dabei, wie sehr es bedauerte, dass der Abend bereits ein Ende gefunden hatte. Am nächsten Morgen hatte Severus es geschafft, den Grund aus Hermine herauszukitzeln, weswegen sie Svelte überhaupt verhext hatte, auch wenn es ihr sichtlich unangenehm war, mit ihm darüber zu sprechen. Severus selbst hätte ihre gestrige Aussage gegen meinen Willen völlig gereicht, doch Albus würde genaueres erfahren wollen. Den Direktor hatte er während des Frühstücks vorgewarnt, dass er im Laufe des Vormittags das Gespräch mit ihm suchen würde und die ganze Zeit über, in der Severus sich bereits seine Rede zurechtlegte, genoss er das Gefühl des vorzeitigen Triumphs, endlich jemand loswerden zu können, den er auf den Tod nicht ausstehen konnte.
Während seiner eigenen Schulzeit war es ihm nie gelungen, dafür zu sorgen, gewisse Mitschüler der Schule verweisen zu lassen, und später, als er Lehrer war, hatte Harry es immer wieder geschafft, sich seinen Platz in Hogwarts zu sichern. Doch Svelte würde sich hier nicht halten können. Enthusiastisch machte sich Severus auf dem Weg zum Büro, doch als er Remus und Minerva erblickte, die sich beide mit Albus ganz offensichtlich zum Tee verabredet hatten, schien er sein Vorhaben verschieben zu müssen. Severus, tritt ein, mein Guter, grüßte Albus. Vielleicht darf es auch eine Tasse Tee sein. Albus, ich möchte mit dir unter vier Augen. Minerva fiel ihm ins Wort. Dann kommen Sie später wieder. Wir haben es gerade sehr gemütlich. Ein rettender Einwurf, den Severus sehr begrüßte, kam von Remus, denn der sagte: Ich glaube, es handelt sich um etwas Wichtiges, Minerva. Über seine Halbmondbrille hinweg blickte der Direktor ihn an und fragte: Um was geht es, Severus? Etwas Privates? Nein, es betrifft das Kollegium, erwiderte Severus. Dann brauchen wir uns nicht zurückziehen, sagte der Direktor fest entschlossen. Nimm doch Platz, Severus. Er setzte sich bereits wieder, doch Severus blieb verdattert stehen, so dass Albus versicherte. Remus als ehemaliger Lehrer wird über alles, was er während unseres Gesprächs erfährt, natürlich Stillschweigen bewahren. Natürlich, bestätigte Remus. Seine zurechtgelegte Rede war dahin, denn Severus hatte nicht geahnt, sie vor Publikum halten zu müssen. Also, forderte Albus ihn auf. Es... Improvisation war angesagt. Es geht um Professor Svelte. Ah, machte Albus, während die anderen beiden nur zuhörten und sich nicht einmischten. Was ist mit Professor Svelte? Scherzend vermutete Albus. Oder kommen nun nachträglich deine bereuenden Worte und das Geständnis, für seinen momentanen Zustand verantwortlich zu sein? Durch zusammengekniffene Zähne zischte Severus. Er hat verdient, was ihm widerfahren ist. Hat er das? Dann erleuchte mich. Weswegen bist du hier? Ich verlange, dass du ihm sofort fristlos kündigst. Severus klang sehr fordernd. Völlig gelassen nahm Albus eine frisch gefüllte Tasse Tee von Minerva entgegen, bevor er, während er das heiße Getränk bedächtig umrührte, fragte: Und der Grund? Er verhält sich? Er suchte nach angemessenen Worten, denn immerhin saß Minerva hier, vor der er nicht ausfallend werden wollte. Er verhält sich dem Kollegium gegenüber nicht sittsam. Hier blickte Minerva auf und wagte es, in sein Gespräch mit Albus einzugreifen, denn sie sagte: Bisher war er besonders den Damen gegenüber immer sehr höflich. Vielleicht aber auch nur, knurrte Severus gereizt, weil gewisse Damen sich nicht mehr unbedingt in seinem Alter befinden? Willst du damit sagen, dass es einen Übergriff gegeben haben soll? Fragte Albus erstaunt. Der Direktor brauchte gar nicht lange nachzudenken, denn die meisten angestellten Damen waren bereits im fortgeschrittenen Alter. Die jüngsten Mitglieder im Kollegium waren Harry, Neville, Valentinus selbst, Severus und... Doch nicht Hermine. Doch, Albus. Er hat sich ihr aufgedrängt und es obliegt meiner Pflicht, mich für meine Schülerin einzusetzen. Ich fordere die sofortige Entlassung dieses Kollegen. Der schockierte Blick Minervas war Severus nicht entgangen, doch sie behielt dieses Mal sämtliche Kommentare für sich. Was, wenn ich fragen darf, hat Professor Svelte getan? Wollte Albus erfahren. Du wirst sicherlich verstehen, dass es schon einen Grund geben muss, mit dem ich so einen Schritt rechtfertigen kann. Er hat sich ihr körperlich genähert, sagte Severus und hoffte dabei innig, dass diese Erklärung genügen würde, doch Albus war anderer Ansicht. Es ist eine Sache, jemandem eine Hand auf die Schulter zu legen oder gar durchs Haar zu streichen. In diesem Sinne brauche ich mehr. Geküsst,
warf Severus schnell gesprochen ein und er hörte, wie Minerva erschrocken Luft holte. Gegen ihren Willen, Albus. Ich. Der Direktor schien genauso verlegen wie Minerva und Remus, denn so einen Vorfall hatte es in Hogwarts noch nie gegeben. Warum hat Hermine es nicht gemeldet? Warum wohl? Weil es ihr unangenehm ist. Ich. Zum zweiten Male fehlten Albus die Worte. Unerwartet hörte man eine weibliche Stimme aus einem der Gemälde. Die ehemalige Schuldirektorin Dillis Dervant, deren lange, silberne Ringellöckchen üppig über ihre Brust fielen, hatte sich zu Wort gemeldet. Ich habe dir gesagt, Albus, dass dieser Svelte nichts taugt. Aber ich hatte so schnell niemanden anderen für das Fach finden können, murmelte Albus. Und wenn ich ihn kündige, werden die Schüler am Montag ohne Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe dastehen. Der Direktor seufzte. Ich denke, ich werde wohl selbst einspringen müssen. Dann kommst du meinem Ersuch wirklich nach? Fragte Severus erstaunt, bevor er dem seit gestern Abend stetig wachsenden Triumphgefühl gestatten wollte, sich gänzlich zu entfalten. Natürlich, Severus. Es gibt Dinge, die man nicht dulden darf. Es wird jedoch an Hermine liegen, ihn eventuell der magischen Strafverfolgungspatrouille zu melden. Die gute Laune, die in Severus aufgestiegen war, machte es ihm schwer, sehr schwer, seine Freude nach außen hin zu unterdrücken. Doch er schaffte es, seine ernste Miene beizubehalten. Ich werde beim Ministerium anfragen, sagte Albus bedrückt. Vielleicht können die einen Lehrer empfehlen. Wozu die Mühe? Fragte Severus ein wenig zu euphorisch. Nimm doch, Lupin. Er deutete einmal Lachs auf Remus. Ja, kennt sich sicherlich mit Tieren aus. Ist ja immerhin selbst eines. Minervas Schwall der Empörung wurde im Keim erstickt, als Remus laut zu lachen begann. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.